Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen Adblocker vorstellen und zum einen erläutern, was Adblocker sind und auch, was die Auswirkungen auf das Suchmaschinenmarketing betrifft. Adblocker sind zunächst einmal Filterprogramme, die Werbung auf Internetseiten blockieren, also ausschalten. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine Internetseite haben, wo viele Bannerwerbung geschaltet wird, dann können Sie mit Hilfe eines Adblockers eben diese Werbung ausschalten und Sie sehen dann hinterher die Internetseite ohne Werbeanzeigen. Die Verbreitung von Adblockern ist relativ hoch mittlerweile und das geht von 10% bis rund 40%. In Deutschland sind es mittlerweile 25%, die Adblocker nutzen von der deutschen Internetbevölkerung ab 18 Jahren. Das heißt, ein Viertel derjenigen, die im Internet unterwegs sind, sehen gar keine Google AdWords-Anzeigen und auch keine Werbung im Google Display-Netzwerk. Das ist natürlich nicht im Sinne von Google, wenn es um das Geschäftsmodell geht und dementsprechend gibt es Mutmaßungen darum, dass Google versucht, einen eigenen Adblocker innerhalb von Google Chrome zu integrieren. Die Aussage in TechCrunch war dann, dass eben dieser Adblocker nicht dazu dienen würde, komplett die Werbung auszuschalten, sondern nur, dass eben die Werbung dazu genutzt wird, die Internetseiten mehr nutzerfreundlich zu gestalten. Bedeutet, es werden bestimmte Werbeinhalte dann zugelassen, die eben den Ad-Standards von Google entsprechen und andere würden eben nicht zugelassen. Und das Gleiche kann man sich auch überlegen, dass das passieren könnte im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, dass eben Google die Seiten, die schon von vornherein gut gestaltet sind und gut ausbalanciert sind im Sinne der Werbung, eben präferiert werden vor anderen, die mit Werbung komplett zugepflastert sind. Das ist aber alles noch nicht Realität. Aktuell geht es eben eher darum, zu überlegen, in welche Richtung könnte das gehen. Und so ein System macht aber für Google natürlich durchaus Sinn. Denn Google würde über die Integration in Google Chrome wieder mehr Kontrolle bekommen über die Ad-Standards. Das heißt, sie könnten wieder mehr bestimmen, wo wird Werbung überhaupt ausgespielt und in welcher Form, auch im Google Display-Netzwerk, also im Partnernetzwerk von Google. Und man hätte eben auch keine Fremdanbieter mehr, wie Adblock Plus beispielsweise, ein weit verbreitetes System, sodass man eben auch hier wieder die Kontrolle bezüglich, was wird gefiltert und was nicht, hätte. Und dementsprechend macht eine Integration in Google Chrome sehr viel Sinn. Auf der Suchmaschinenoptimiererseite bedeutet dies, wenn Sie die On-Page-Optimierung nehmen, dass Sie eben die Seite so gestalten müssen, dass die Werbung gut ausbalanciert ist im Vergleich zu dem Content, den Sie auf der Website haben. Und im Bereich der Anzeigengestaltung, also in der Suchmaschinenwerbung, bedeutet dies eben auch, dass Sie eine hohe Anzeigenqualität garantieren sollten und dann eben entsprechend das honoriert wird von Google.